denn hier seht ihr? Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die einstudieren. Das ist kein Scherz. Mehr war nicht drin. Was sonst, wenn du nicht schlafen kannst vorher? So, ich glaube, mein Job ist für heute Abend erledigt. Claudio, kurz zu deiner Anfangsmoderation. Wer war heute zweimal kacken? Ist das dein Scheiß Ernst? Das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Wo ist denn unsere Schweiz? Guck mal, da ist Zürich. Sie heißt Zürich. Zürich. Sie heißt Sina. Zürich. Das ist Sina aus der Hände. Viel Spaß! War gut, viel Spaß! Hey, Claudio, renn bitte noch nicht. Weil du bist nicht nur professioneller Schauspieler und fantastischer Moderator. Ich habe vergessen, dass wir nie. Ja, Ton gleich. Haben leider vergessen. Till, ist das mein Handy ist aus? Wir haben leider vergessen, dass wir niemanden haben, der uns Bier bringt während der Show. Claudio, Moderator und Schauspieler ist, darf er heute das machen, was ein echter Künstler macht, Kellnern. Ja, wie bereust du schon? Das muss er auch nicht. Wir zahlen dir sonst nichts. Ihr verdammten Arschlöcher. Ihr habt das extra auf der Bühne gemacht, damit ich euch keine Szene mache, ne? Sehr gut. Ja. Aber wir haben jetzt hinterher für dich ein. Wollt ihr jetzt schon das erste Bier haben? Ja, und bitte. Alles klar. Bitte. Wow, Leute. So, vielen Dank, dass ihr. Was ist das? Ihr seid. Leute. Ja. Was zum Geier habt ihr das gemacht? Das haben wir nicht mal auf dem Wacken so mit Leuten bekommen. Über 200 hier im Saal. Es wären noch mehr gekommen. Die Gästeliste war innerhalb von 80 Stunden dicht, als wir das Event angekündigt haben. Wir haben mitgekriegt, dass Gäste. Ich hab die Aufsetzer, oder? Ja, scheiße. Wir haben die Headsets, haben wir auf St. Pauli ausgeliehen. Ja, ich glaube. Du bist kurz vorm Livestream, das war wie beim Livestream, das war kurz vorher auf der Stressspur. Ja, so ein Scheiß, ey. Da holst du beim Kiez in so einer abgefuckten Kackecke, in so einem Laden, wo alle Verkäufer merkwürdigerweise nur Englisch sprechen und gebrochen Deutsch, in Hamburg auf St. Pauli diese Headsets. Na gut, wir schaffen das. Die ersten haben sich hier vor dem Event schon die Finger amputiert. Irgendwer hat sich da auf den halben Finger abgeschnitten vor der Show. Die Leute bringen irgendwelche beschissenen Tröten mit, um unsere Show zu sabotieren. Sensationell. Ja. Gut, Leute, wir werden uns dann schon mal langsam an unseren Tisch begeben. Das ist für heute. Oh, Bier ist auch schon da. Oh, Bier. Oh. Leute, das habe ich echt nötig. Cheers. Ja, Moment. Ah, Leute. Prost. Prost, meine Damen und Herren. Auf einen wundervollen Abend. Oh, das tut so gut jetzt, ey. Oh, alleine darf man sich das runter, ey. Das Saufen auf der Bühne, das wollte ich immer mal machen. Wir trinken jetzt nur auf der Bühne. Sag mal, Till, brauchen wir alle jetzt Handmikros, wenn die alle abkacken? Ne, meins kackt nicht ab, ich bin super zu verstehen. Ja. Großen Applaus übrigens! Großen Applaus für unseren Tonmann Till, der hier schwitzt! So! Ja. Ist dann Gerrit. Einmal mit Profitechnik arbeiten, sensationell. Hört ihr Richard? Also, ich seh das richtig, ich bin der Einzige, den man heute versteht. Fantastisch. Also.
Tisch. Meine Herren, ey. Boah, Leute, ihr wisst, dass ich beim Podcast immer echt einen halben Nervenzusammenbruch habe. Ne? Ich habe vor der Show Baldrian gefressen. Ich habe mir von Telio habe ich mir unten in der Umkleide so ein entspannendes Lied singen lassen. Ja, das war mega lustig. Leute, herzlich willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Herzlich willkommen im Außenstudio. Hier auf der Bühne. Guck mal, Kaki ist auch schon da. So, jetzt? Ah! Ja, was war der Fehler? Nochmal neu starten. Kannst du es bei mir auch mal machen? Mach es bei mir auch mal. So. Ja, hier seht ihr die Geheimnisse hinter den Kack- und Sachgeschichten. Ja. Einfach nochmal. Have you tried turning it off and on again? Ja, wunderbar. So. Ja. Du bist aus. Ich dolmetsche mal. Mir gefällt das richtig gut. Können wir die zweite Funkkeule vielleicht haben? Zum Not? Zur Not? Ja, mit Keule meinen wir das Mikrofon, liebe Leute. Ja. Habt ihr schon gesehen? Habt ihr schon die Reliquien aus der Kack- und Sachgeschichte gesehen in der Lobby? Der alte kleine Pimmel, der kaputt gegangen ist, zum Beispiel. Ja. Das sagen sie immer. Tja, Leute, wir sprechen heute über ein Thema, das tatsächlich sehr gut zu dem passt, weswegen Till, unser Tonmann, jetzt gerade einen Herzinfarkt kriegt. Wir sprechen auch nicht über Penen. Wir sprechen über das Thema Sound. Wir sprechen über das Thema Filmton. Also die akustische Ebene. Das ist aber besser mit euch. Wir haben. Mal machen? Okay. 3, 2, 1. Das ist ein Filmton übrigens. Ja. Wir haben uns das Thema rausgesucht, weil erstens kann jeder hier im Saal damit was anfangen, hat damit Erfahrungen, hat damit mit Sicherheit schon mal Berührungen gehabt. Zweitens. Außer die Taubstummen, aber die werden ja gedrillt. Zweitens. Was? Was? Alter. Doch. Ja. Das. So, während einer normalen Aufnahme würde Fred jetzt einen Marker machen auf dem Aufnahmegerät, um das nachher rauszuschneiden. Doch, wenn er so. Achso, das war politisch total korrekt. Ja, das stimmt. Und wir haben das Thema, haben wir uns auch rausgesucht, weil wir das vielleicht in unter 5 Stunden besprechen können. Tobi, kommt ein Alien auf die Erde? Oh Gott. Jetzt? Ach du Scheiße. Leute, wir haben ja uns. Was ist das denn? Haben wir irgendwas zu schneiden oder so? Oh Gott, ey, wir kommen hier nicht unter 5 Stunden raus heute. Ich hoffe, ihr habt heute Abend nichts mehr vor. Fragt dich vor allem an die Technik. Können wir bitte noch eine Funkkeule haben für den Richard? Funkmikro? Ja? Das funktioniert auch nicht. Es sind zu viele Gäste heute im Saal. Die Technik wurde komplett gecrashed. Leute, wir haben euch doch in der E-Mail geschrieben, ihr sollt die Geschenke uns hinterhergeben. Es ist hauptsächlich Styropor. Ja. Pack mal. Gottes Willen, ey. Himmel, Herrgott. Ja. Das ist natürlich jetzt dann auch ein super Blitzwert. Warte mal, kann das kaputt gehen? Ja, komm, hier, wie ein Westpaket, reiß auf. Ja, warte mal. Oh, Scheiße, ich hab's gesehen. Nein. Ich hab's gesehen. Alter. Oh, nein, ey. Ein Grey-Alien. Ich werde bekloppt. Ja. Das ist ja richtig warte, geil. Warte, ich wüsste, der Friedrich den, den hast du aber nicht selber gemacht, oder? Geil. Krass, ey. Wo hast denn den her? So ein Scheiß verkauft man bei Amazon? Ja, ist das ein Sexspielzeug? Ja. Also der kriegt gleich mal... Danke. Man muss die Leute nur trainieren, ne? Ja, ja. Konditionieren. Macht's gut, oder? Ja. Der hat so eine niedliche Stupsnase. Das ist irgendwie so der.
Er fragte, ob er vom Analsonden-Squad ist. Er ist wahrscheinlich Fred nachempfunden. Groß, dünn und ziemlich grau. Vor allem untenrum, ne? Ja. So ein bisschen Ken-Style. Ich bin voll mit dem Styropor, ey. So. Vielen Dank. Kommt ein Alien, kam ein Alien auf die Erde? Genau. Was ist Filmton? Von mir ist die Frage. Filmton. Ja. Also, Filmton ist ein stilistisches und technisches Mittel, um ein visuelles Medium mit Audio zu unterstützen. Woo! Yeah. Oder so. Okay, darauf war ich, auf die Frage war ich echt nicht vorbereitet. Nee. Aber wir haben dafür was ganz anderes Schönes. Tobi, wo kommt denn Filmton her? Ja, aus dem Mikrofon? Nee, also. Aus dem Mikrofon. Soll ich jetzt für dich über die Geschichte des Filmtons referieren? Ah, sehr gerne, das kenne ich noch nicht. Machen. Ja. Wir wollten doch erst noch allgemein darüber quatschen. Ja. Völlig durcheinander. Diese Alien-Analsonde und die... Und hier, merkt ihr das jetzt schon? Merkt ihr jetzt schon so die Stimmung hier bei uns auf der Bühne, dass wir echt am Schwitzen sind? Wenn beim Ton irgendwas nicht funktioniert, bist du fucked. Ja. Wenn die Grundprinzipien des Podcasts. Ja. Wir haben es ja nicht ohne Grund gemacht. Wenn du... Radiogesichter. Delio, ist alles klar, du holst uns gerade ein Kabelmikro her. Es tut uns wirklich leid, Leute, das ist die erste Live-Show, ey. Das ist halt... peinliches Schweigen über Ton. Yeah. Da mache ich jetzt aber auch meine Funke hier auch mal ab. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt konzentrieren wir uns auf den Scheiß. Was machen wir? Ja. Filmton. Das Interessante beim Thema Filmton ist, dass er absolut grundsätzlich immer von allen und von jedem und schon immer absolut unterschätzt wird. Wie wichtig die Tonale, wie wichtig die akustische Ebene ist. Das haben wir gerade hier gemerkt. Wir sind mega aus dem Konzept gerade gekommen. Wir sind gerade total durcheinander. Wir pumpen unsere Blutventilkammer, pumpt gerade mit 500 die Minute, weil wir uns wochenlang vorbereitet haben auf diese verschissene Live-Show. Und dann geht der Ton nicht. Und dann geht irgendwas bei den verdammten Live-Funken nicht. Ja. Ne? Es gibt so in der Studentenfilmwelt, ich glaube, das kommt nicht aus der Studentenfilmwelt, aber gerade da wird das ständig gesagt, wenn es darum geht, irgendwie Filmsets aufzubauen. Dann kommt so der Kameramann, hat so 2 7,5-Tonner, 500 Leute, die da irgendwelches Licht aufbauen und der Tonmann kommt mit seinem Kombi und im Koffer. Ja. Also dementsprechend die psychische Wirkung von der Kameratechnik liegt allein deswegen schon sehr viel höher als die des Tons. Das ist meistens zwei Typen. Der eine sitzt nur rum und kann sich den ganzen Tag Sprüche anhören, weil er nur rumsitzt. Und der andere hat halt diese bescheuerte Angel in der Hand und sieht halt echt aus wie ein Idiot. Ich weiß nicht, wer von euch dieses geile Foto vom Set vom ersten Star Wars Film kennt. Da hatte der sogar noch eine rosa, so ein rosa Hotpants an. Und steht dann halt, die stehen dann halt immer so. Ja. Das sieht mega gut Witz, aus. Weil so hast du halt am meisten Bewegungsfähigkeit. Und dann, es ist halt super, super kacke, diese Position. Das ist ja auch immer dieses, man sagt ja nicht ohne Grund. Ich hab das früher zu Studienzeiten auch mal gemacht, um Geld zu verdienen. Man sagt ja ohne Grund. Beim Film heißt ja auch immer eine Grundprämisse, ohne Licht geht's nicht, ohne Ton schon. Ja, und das ist halt vollkommen. Und wenn ich den Scheißspruch höre, dann geht mir echt das Messer in der Tasche auf, Mann. Ohne Scheiß. Also es gibt da so ganz, logischerweise so ganz viele Meinungen drüber, ne? Und gerade so, was so Hollywood-Regisseure angeht, ist so seit den 70ern ja echt Ton mega wichtig, ne? Also man sieht zum Beispiel, das Pwa ist der Hammer, hat seitdem so die Kinolandschaft geprägt, dass es schon nervt, wenn es in irgendeinem Film wieder auftaucht. Und viele Stimmen sagen halt, dass der Ton so mindestens 50% der Wirkung eines Films ausmacht. Das geht aber, diese Schätzungen gehen hoch bis 80%. Also es gibt wirklich Leute, die sagen, 80% der Wirkung eines Films passieren über den Ton. Ja. Da gibt's ein schönes Live-Beispiel, was natürlich keiner von uns tut, ist Filme illegal schauen. Nein. Und, wer von euch hat schon mal Filme illegal geguckt? Niemand. Raus. Nein. Raus, alle raus. Wir sind gefilmt, Leute. Jedenfalls, ihr kennt das bestimmt auch, wenn ihr euch dann so, diesen Film anschaut und das Bild ist so ein bisschen pixelig, so scheiße kodiert, ist vielleicht nicht HD, geht aber, solange
im Ton keine Arschlöcher im Kino lachen oder irgendwer Popcorn neben der Kamera sitzt, mit der das aufgezeichnet wurde. Genau, also, wenn das dann mit so einer super guten Alien-Sondensichtungs-1-Megapixel-Kamera aufgezeichnet wird. Ja, genau. Am besten noch der Ton hochgeladen wird, schön asynchron, damit ich richtig Spaß dabei habe, ja, genau, wenn ich in meiner Buchse verschwitzt vom Bildschirm sitze. Ja. Geil. Ja, genau das. Genau, da will Tobi gerade drauf raus, wenn das Bild nur so halb gut ist und so leicht krisselt, alles noch okay. Wenn beim Ton, wenn der Ton auch nur eine verdammte Zehntelsekunde versetzt ist. Kennt ihr das? Wenn der Ton so ganz leicht, kann man sich nicht angucken, woher kennt oder? Ihr das denn? Wer hat denn illegal geschaut? Keine Chance. Das Abgefahren, wenn du dir so die Zahlen hinter dem Ganzen anguckst, ist, dass der menschliche Sehnerv 10-mal mehr Infos verarbeitet als der Hörnerv. Also dieses ganze Aufbauen, dieses ganze Scannen von den Bildern hat 10-mal mehr Bits als das Hören. Und Filmmusik wird oft überhaupt nicht bewusst wahrgenommen, sondern das ist ganz oft so was Unterschwelliges, Unterbewusstes. Wäre auch blöd, wenn es eingeblendet wird. Ja, spannende Musik. Ja. Das wäre so voll, geil. Voll im Moment. Guckst ja. Du so Interstellar an, sie gehen gerade ins schwarze Loch. Jetzt cool. Ja, ja, wirklich, weißt du, einfach nur unten immer so läuft dauerhaft mit romantisch. Ja. Episch. Ja. Flucht in Spanisch, ja. Ja. Ja, genau, Flucht auf Spanisch. Ja. Und, na, also, obwohl der Hörnerv viel weniger Datendurchsatz hat, geiler Satz, und obwohl das oft eher so unterbewusst wahrgenommen hat, ist der Ton auf der emotionalen Ebene echt verdammt wichtig. Der Ton strukturiert und ergänzt teilweise sogar Handlungen und kann teilweise sogar den Sinn und die Bedeutung des Gesehenen verändern. Ja, wenn du auf eine neutrale Szene eine dramatische Musik packst. Dum, 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 dum. Ich kann Tobi auf dem Scheißhaus filmen. Ich filme Tobi, wie er auf dem Platz sitzt. Macht er auch. Also das machen wir auch, ja. Also. Und da läuft... Wacken war nicht lustig, Leute. Und da läuft Weißer Hai. Dum, 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 dum. Kackst dich ein. Aber dann so, ne? Comedy-Musik. Aber dann darfst du auch. Trauer. Ich kann ein soziales Drama draus machen, wenn ich die richtige Musik einspiele. Ja, es gibt ja bei YouTube auch so geile Trailer, dass irgendwer hingegangen ist und so eine Romantic-Comedy-Musik unter den Trailer von The Dark Knight zum Beispiel geschnitten hat. Und das ist so witzig, das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Das ist mega lustig. Family Guy hat das auch super gut gemacht, wenn Stewie hinter dicken Leuten hergeht mit der Posaune. Und weißt du, vorher läuft man einfach nur ein dicker Typ entlang und alle denken so, oh, ein dicker Typ. Das nennt sich so halt, ist es halt mega witzig. Das nennt sich halt übrigens tatsächlich dieses heißt Elephant Sound. Finde ich super geil. Aber es gibt da auch einen Begriff für dieses Ganze drumherum. Ne? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ich was werfe und dann tönt in der Musik so ein, also nicht so ein Soundeffekt, sondern so in dieser Musik, ne? Irgendwie so ein. Ihr habt da vorhin so einen komischen Sound gemacht. Macht das nochmal. Ne? Nee, macht das ja, mach halt nicht. Wo ist das? Genau. Yeah. Und also, so in etwa. Genau, weißt du, solche Geräusche. Oder halt eben, wenn so ein dicker Typ durch die Gegend läuft und dabei bum, 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 bum spielt, was mir auch oft passiert, dann nennt sich das Mickey-Mousing, witzigerweise. Mm. Also das ist tatsächlich ein Fachbegriff, das kommt halt von Disney, der hat das, oder nicht er, aber seine Jungs haben das damals halt erfunden. Nee, er. Nur er. Ja, er. Er hat auch jeden Scheißfilm alleine gezeichnet. Er. Genau. Jeden einzelnen. Ja, ja, ich weiß. Deswegen hat er auch irgendwie 26 Oscars oder so. Er hat die Synchro gemacht, er hat selber die Musik eingespielt und er war auch das Publikum. Ja, eben. Und er war auch voll kinderlieb und voll der geile Typ so. Mm, er hätte mal Filme mit all seinen Kindern geguckt. Nein, okay. Scheiße. Ja, ja, egal. Jedenfalls, das nennt sich Mickey Mouse, wollte ich nochmal mitgeben. weil ich das so geil finde. Und, genau. Ja. Was ich noch sagen wollte, ich hab ja ganz viel zu erzählen, Frieda, das ist ja schon angedroht. dass du meintest vorhin so eine Musik. Kann halt im Film, also gibt ja nicht nur eine Stimmung, sondern eben auch, ist auch handlungsweisend. Das wird zum Beispiel auch super viel dafür benutzt, um Sequenzen, die inhaltlich zwar auf dasselbe hinaussteuern, aber zum Beispiel an verschiedenen Orten spielen. Das kennen wir alle aus den Filmen, dass man sieht, wie einer Richtung Haus rennt, in irgendein Haus rennt, Schnitt, man sieht was drin, dass sie drin schnell packen, Schnitt wieder zurück, der Typ ist schon fast beim Haus, Schnitt wieder zurück, die packen noch schneller, rennen los, Schnitt, der andere rennt gegen die Tür. So, also diese Montagen, Parallelmontagen nennen die sich, die kennen wir ja. Und darunter wird für gewöhnlich ein Musikstrang gelegt. Das ist für deinen Kopf, also erstmal, weil es geil ist, und dann ist es halt auch für deinen Kopf dann viel einfacher zu verstehen, dass das die gleiche Handlung ist. Was witzigerweise nicht immer so war, als sowas zum ersten Mal benutzt wurde, waren die Leute völlig verwirrt. Aber das war auch schon bei dem ersten Schnitt so, als zum ersten Mal ein Bild geschnitten wurde. Alle sagten, was ist ja, das denn jetzt? Das war aber auch, wenn du dir anguckst, die ersten Aufnahmen. Es gab ja tatsächlich so ein paar Aufnahmen, als das erste Mal Schwarz-Weiß-Film dann gedreht wurde. Unter anderem kam einer auf die glorreiche Idee,
Bildmaterial aufzunehmen von einem Zug, der auf die Kamera zufährt. Die Leute sind schreiend aus dem Kino gelaufen. Ja, der Ton ist scheiße. Kann ich bei jedem Til Schweiger auch mitmache, sobald er auf die Kamera zufährt. Richard kriegt 10 Applaus, ist das euer scheiß Ernst? Das war ein ganz billiger, aber immer gut. Ey, das war Til Schweiger-Niveau. Ich wollte gerade sagen, gegen Schweiger-Bashen wirkt immer. Ja. Der Spasti, ey. Ja, Mann, ey. Ja. Tobi, wie so ein Arschloch. Wie war das denn ganz am Anfang? Wenn wir ganz, ganz, ganz weit zurückgehen. Du hast gerade schon über Sprende, das Kino, panisch verlassene Menschen in Schwarz-Weiß gesprochen. Genau. Also zu Beginn war es so, also ein wichtiger Fakt zum Filmton ist, Filme waren nie stumm. Also den Stummfilm, den wir heute so kennen, im Prinzip waren die nie stumm. Das Filmmaterial war nur stumm. Das heißt, diese Filmstreifen hatten keinen extra Streifen, wo der Ton drauf lag, beziehungsweise eine externe Einspielung oder sowas. Das ist gerade aus dem Fakt, da kann man richtig blöde mit angeben, ne? Die waren nicht stumm, das Material war stumm. Oh, ich kann noch mehr, pass auf. Im Moment, damit meinst du, dass halt da die ganze Zeit irgendeine Musik gedudelt darauf hat? Darauf wollte ich jetzt hinaus, genau. Ja. Also was halt immer dabei waren Orchester, das kann auch nur ein Gitarrist gewesen sein, es war immer Musik dabei und in den meisten Fällen entweder ein Erzähler oder ein sogenannter Filmerklärer, der halt original daneben stand und den Pappnasen erklärt hat, wie dieser Film funktioniert. Also hier sehen Sie Frankensteins Monster. Oh, Frankensteins Monster packt sich ein Kind. Dramatische Musik spielt da. Witziger Fakt, in die Szene, ich weiß nicht, ob ihr den Film aus den 30ern kennt, dann schmeißt er das Kind in so einen See und das stirbt. Das ist ursprünglich eine total romantische Szene gewesen, die mit dem aus Versehen Mord geendet hat. Das wurde aber, das hat dem Studio nicht gefallen, dann haben sie das geschnitten, dass es blutrünstig und scheiße ist. Bitte ein kühles, leckeres, sauberes Bier. Danke. Ey, kennt ihr diesen Spruch, ein gutes Pilz braucht 7 Minuten? Danke, Claudia. Ja. Soweit ich weiß, ist dieser Spruch, ein gutes Pilz braucht 7 Minuten, völliger Bullshit. Der wurde von den Gastro-Mitarbeitern erfunden. Torben nickt schon. Wurde von den Gastro-Mitarbeitern erfunden, damit die Leute nicht so scheiße ungeduldig sind. Also wenn du mal auf dein Bier wartest und es kommt nicht, sagst du, ein gutes Pilz braucht 7 Minuten. Genau, und das Trinkgeld ist in der Regel mager. Ja, genau, so viel dazu. Also Stimmfolien waren im Prinzip nie stumm, die wurden immer von irgendwelchen Leuten begleitet, vor allem eben auch mit Musik. Und Prost. Und 1927 kam der erste audiovisuelle Film in einem Kino. So, das war The Jazz Singer, ist auch irrelevant, worum es da geht. Es geht um einen Jazzsänger. Ich dachte, jetzt kommst du auf welcher das war, sagen wir euch nicht. Ja, genau. Spoiler. Und damit begann halt eben diese Welle, langsam aber sicher, dass die Leute auf die Idee kamen, Mensch, Ton ist ja geil, früher noch mit diesen geilen alten Magnetbandspuren und so, die dann zusammen, ist auch egal. Jedenfalls war das der erste und natürlich sind die Leute völlig ausgerastet. Punkt 1, die haben es überhaupt nicht begriffen. Wie kann das denn jetzt sein, dass ich das da höre? Ich meine, also ich sehe, wie kommt denn der Ton her? Das haben die überhaupt nicht gerallt, das war viel zu viel für die Leute. Ja, deswegen gab es sehr lange auch immer noch Filmerklärer daneben. Vor allem, du musst dir das mal wirklich verbildlichen. Da sitzen Leute, die es gewöhnt sind, ins Theater zu gehen. Leute reden, agieren und wahrscheinlich auch noch mit ein bisschen Musik, ich weiß nicht, wie weit der Musicals waren, aber halt irgendwie zu sehen und dann total verwirrt zu sein, scheiße, jetzt höre ich auch noch was. Und ja, vollkommen überfordert. Ja, meine Frau trägt Hosen, die emanzipiert sich, ich komme damit nicht klar. Ja, und das hat ja so ein bisschen gedauert, gerade so Leute wie Charlie Chaplin und so, die haben sich ja mega lange gewehrt, sowas zu machen. Hat sich aber Überraschung durchgesetzt und es gab halt immer Leute, die darüber gemeckert haben. Ne? Ton ist was rein technisches, was soll das mit so einer Gestaltung jetzt auf einmal da drin und Musik, seid ihr denn Scheiß, wahnsinnig? Ja. Das ging in Deutschland sogar bis fast in die 80er rein. Weil das so super modern ist. Ja, da gab es schon Der Weiße Hai und so und da saßen immer noch deutsche Filmkritiker, die gesagt haben, Filmton ist, wenn überhaupt, rein dokumentarisch. Das musst du dir mal geben, aber gut. Wir Deutschen sind auch die Einzigen, die immer noch am Hartgeld halt irgendwie, am Kupfergeld noch irgendwie festhängen und da, dass wir als die Letzten sind, die Filmton halt irgendwie geil fanden. Ja, also man sind schon irgendwie blöd. Aber man muss dazu sagen, also, das sind halt die Kritiker, ne? Und so Produzenten und so, die meistens der Grund sind, warum deutsche Filme oder die meisten deutschen Filme scheiße sind. Ja. Einer der ersten Filme, die auf die Idee kam, oder bei dem der Regisseur auf die Idee kam, ein Motiv, das heißt ein wiederkehrendes Musikstück für eine einzelne Figur einzuspielen, war Fritz Lang. In Was meinst Stadt du jetzt mit Metropolis? Mit Motiv, musikalisches Motiv ein oder musikal, was? Also wie zum Beispiel das dödüm, dödüm für den Hai bei Der Weiße Hai. Bei Der Weiße Hai. Genau. Vielen Dank. Ja, klar, gerne. Ich helfe, wo ich kann. Genau, das ist halt ein sogenanntes Motiv oder Leitmotiv.
Und okay. Das war ein Deutscher, der, oder einer der ersten, die es gemacht haben, war ein Deutscher. Ein Riesenerfolg, geiler Film, bis heute Klassiker. Und trotzdem saßen die Leute da, was soll das mit dieser Filmgestaltung und Tongestaltung, so ein Scheiß. Also das, wir reden ja wirklich von Idioten. Ganz kurzer Fakt an der Seite, der Kameramann von Metropolis, also von Fritz Langs Meisterwerk, kann man nicht anders sagen, der ist auch dafür verantwortlich, wie heute zum Beispiel auch Sitcoms aussehen. Nur so am Rand. Hä? Hey? Wieso? Ja. Was hat der mit Sitcoms zu tun? Der hat damals, weil er mit den Kameras, weil er keinen Bock hatte, weil die mehrere Kameras hatten und er nicht so viel Film verbrauchen wollte, hat er die Serienausleuchtung erfunden, die bis heute noch genutzt wird. Also How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, Friends, Seinfeld, wer es auch immer mag, die basieren alle noch auf dem Setup, was der Kameramann von Metropolis gemacht hat. Ach, dass du einmal die Beleuchtung aufbaust und die lässt er dann aber die ganze Zeit ja, so stehen. Ja, es war so, dass alles so ausgeleuchtet ist, dass alle Kameras, die im Set sind, immer das optimale Bild bekommen. Gut, weiter zum Ton! Das ist aber so typisch, dass ein deutscher Kameramann das erfindet. Ja, ja. Wir leuchten dreimal ein und dann machen wir immer das Gleiche. Ja. Geil. Ja. Haben wir Lust, das zu verändern? Nein! Ja, genau, das bleibt doch! Das bauen wir einmal auf, dann lassen wir so. Bei meinen Urahnen, das ist perfekt! Ja. Hast du einen Mercedes gefahren? Der ist so! Zwei Dinge habe ich noch zur Geschichte, und zwar Walter Murch, ein cooler Cutter, der unter anderem mit Francis Ford Coppola zusammengearbeitet hat, oder Editor. Ist das der mit den ekligen Fingernägeln? Coppola? Ja, okay, ich wollte das jetzt nochmal spezifizieren, aber Richard hat mich unterbrochen. Phil Ford Coppola? Walter Murch, keine Ahnung. Jedenfalls der Cutter von Filmen unter anderem von Francis Ford Coppola, der Regisseur hinter dem Paten und eben auch der Regisseur hinter Apocalypse Now. Der kam nämlich, also der Cutter, Walter Murch, kam auf die Idee, bei dem Film zum ersten Mal Surround Sound einzusetzen. Was aber schwierig war, weil halt die Technik ja nicht darauf ausgelegt war, Surround Sound abzuspielen. Das heißt, der hat ein mega kompliziertes System aufgebaut, wie er das hinkriegt, mit den scheiß Kinoboxen, die existieren, das Surround klingen zu lassen. Ja, vor allem. Und Überraschung, die Leute waren völlig irritiert und mega genervt. Und wieso höre ich jetzt den Schuss dahin? Ja, ey, ganz klar, denen zu viel. Als ich das allererste Mal einen Film in 5.1 gesehen habe, das war Gladiator. Ich bin echt immer im Wohnzimmer meiner Eltern damals noch, ich bin vom Stuhl hochgesprungen, weil ich hinter mir Säbelrasseln, Messer und halt irgendwie Pferdegewirr gehört habe. Das war so scheiße irritierend. Ja, Richard, du bist halt auch wirklich nicht die hellste Leuchte. Nee, ich hab auch schnell Angst. Ich hab auch wirklich schnell Angst. Ja. Aber was man noch dazu sagen kann, das ist halt auch... Oh, ein Säbel! Wo kommt das her? Ich ergebe mich! Nee. Aber wie du schon sagst, Scheißkind, du warst. Ja, wahrscheinlich, ey. Aber wie du halt auch sagst, es war damals kompliziert, es ist kompliziert geblieben, weil jeder, der mal irgendwie 5.1 versucht hat zu machen, es ist eine fucking Bitch. Ja. Im Schnitt, es ist voll der Kackmann, Alter. Gut. Keiner hat da Bock drauf. Wir veröffentlichen bei Facebook ja immer so Zitate, die aus der Show des heutigen Abends, Richard Ohme, 5.1, es ist eine fucking Bitch. Weise. Ja. Du bist ein weiser Mann, Richard. Naja, ja, was haben wir vorhin gesagt? Als die Menschheit noch jung und das Wissen schon alt war. Oh. genau, jetzt letzter Fakt noch, dann haben wir das Thema endlich abgearbeitet. Tobi, wir haben Zeit. Ja. Ach ja? Echt? Es ist 8:45 gleich. Du hast gesagt, ich muss 9 fertig sein mit dem Scheiß. Das ist so ich der... Noch mehr, ne? Also ganz kurz ins Publikum. Wer von euch kennt denn den Podcast nicht und wurde heute nur mitgeschleppt? Oh, einer, zwei hier. Das ist so Running Gag, ne? Dass man Tobi so mit Handgesten, wir machen während der Show, ihr seht das nicht, so mit Handgesten macht man dann klar, ey, unter 5 Stunden bleiben. Und Tobi hat es super drauf zu kürzen. Der lässt nicht einfach das Unwichtige weg. Er redet einfach schneller. Pass auf, wisst ihr, was er... Ja, ja, Leute, das Ding ist... Nee, warte mal. Ich finde einfach, das solltet ihr wissen, was ich euch erzähle. Warte mal, das Geile ist, wir haben ja natürlich den Themenbereich hier vorher, wir sind das auch nochmal in der Probe durchgegangen. Wir haben das auf Instagram ganz kurz veröffentlicht und Fred hatte gemeint zu den Notizen, nicht mehr als eine halbe Seite. Was macht Tobi, der Arsch? Ich habe zufällig sein Original dabei. Mach die Schrift einfach kleiner. Das ist... Scheiße, stimmt, was ist das denn her? Das lag doch im Büro. Das ist so typisch Tobi. Jetzt auf den Sack zu gehen. Ja, Mann. Das ist so typisch Tobi. Das war so geil. Er holte das raus und Fritz hat gesagt, willst du mich verarschen? Was denn? Du hast die Schrift kleiner gemacht, das sehe ich doch von hier, du Penner. Also. Ja, ich habe das auch nochmal in normaler Schrift ausgedrückt, das ist eine Seite. Also. Ja, Lümmel von der letzten. Aber ich klicke das um, damit das nicht so auffällt. So, jetzt hier letzter Tonfakt über die Filmgeschichte, weil das finde ich auch mega spannend, wie alles, was ich erzähle. Der Tonfilm.
Dankeschön. Dankeschön. Raus! Das wollte ich hören, meine Damen und Herren. Wer war das? Das war Marco. Das war Marco. Das war Marco, ne? Das war Marco. Hier. Irgendwelche Tröten. So Mickey-Mousing-Sounds. Ja. Der eine Typ bringt mir einen scheiß Grey-Alien auf die Bühne. Und das ist so die Terror-Ecke hier, oder? Ja. Ihr seid der Krawall-Quadrant, oder? Ja, ich ermutige die nur, ey. Ich ermutige die Ultras. Ja, aber ganz anders, das ist der ehemalige Ultras-Club. Jetzt lass mich meinen verfickten letzten Fakt erzählen. Also. Der Stummfilm. Stimmt überhaupt nicht, scheiße. Der Tonfilm. Hat die Stille erfunden. Yeah. Denn zum ersten Mal in der Filmgeschichte wurde es still während eines Tonfilms. Denn wir hatten das gerade schon, während dem Stummfilm lief immer Musik und irgendwelche Affen, die das erklärt haben. Und beim Tonfilm gab es zum ersten Mal die Möglichkeit, einfach mal den Ton auszumachen. Ja. Und das dann wirken zu lassen. Die Stille ist, das klingt banal. Ja. Aber Stille ist ein absolut mächtiges Werkzeug und es kann dich in den Wahnsinn treiben. Lasst uns mal alle kurz hier im Saal für 5 Sekunden komplett, ich bitte wirklich, komplett still sein. Ab jetzt. Es geht. Das macht einen wahnsinnig, oder? Es geht das ist, gar wir nicht. Wir haben das auch schon mal im Podcast gemacht, als wir 2 Sekunden lang ins Mikro genickt haben. Das war auch super. Es geht gar nicht, weil da irgendein Netzteil von dem Licht brummt. Ich war mit meiner Freundin Nina auf Mallorca vor ein paar Wochen und da waren wir in so einer abgefahrenen unterirdischen Tropfsteinhöhle mit so einer Tauchschule. Und da waren wir wirklich in so einer Höhle, also mit Luft drin und so. Konntest du nochmal, also es war über der Erde, aber unterirdisch komplett abgeschlossen. Und dann über der Erde, aber unterirdisch abgeschlossen? Ja, Alter, leck mich am Arsch, ey. Ey, das macht super viel Sinn. Ja, also. Und dann, er war da. Kontext. Und dann haben wir einfach mal auch so wie gerade 5 Minuten die Fresse gehalten und es war komplett still und das war so geil und so unheimlich. Hast du leicht eingenässt? Ja. Geil. Ja. Hast dich leicht eingenässt? So, danke. Er hat ins Wasser, du hast ins Wasser gepinkelt. Du hast echt ins Wasser gepinkelt. Du hast ins Wasser gepinkelt. Das stimmt nicht mit dir, Alter. Alter, du kannst doch nicht an so einen scheiß Ort gehen, der wahrscheinlich Weltkulturerbe ist und da reinpissen. Hast du es wenigstens öffentlich gemacht? Er saß wahrscheinlich mega verschüchtert da. Boah, Nino, ich hab... Leute, ich muss mal gerade ins Wasser pinkeln. Leute, wart ihr, wer von euch... wer im Glashaus sitzt... Ich will mal kurz wissen, wer von euch war schon mal tauchen, so richtig mit Neoprenanzug und so weiter, ne? Nein, ihr habt nicht in den Neoprenanzug gepisst. Und wer von euch hat in den Neoprenanzug auch reingepisst? Oh, Leute. Ja, du bist da stundenlang drin. Ja, du bist da stundenlang drin und dann lässt du das halt auch mal laufen. Leute, widert mich an. In dem Moment, Alter, Harnwegsinfekt. Ihr wollt doch nicht irgendwo in Ägypten, in Hurghada, wo man dann irgendwie tauchen geht, noch einen Harnwegsinfekt kriegen. Nee, das macht man einfach nicht. Du musst ja auch nicht im Ganges tauchen, Alter. Du kannst auch irgendwo tauchen, wo es sauber ist. Also ich Tauchhose im Ganges angeboten. Was soll ich mir da angucken? Scheiße, die Alter, Schmerzen. Wir reden hier, wir reden hier davon, einfach in aller Ruhe da rein zu pissen und nicht mit dem Anzug Sex zu haben. Hast du das? Ja, genau. Oh, Ruhe hier, zurück genau, zum Thema. Alter, ich kann nie wieder tauchen. Ne? Aua. Es gibt zum Thema Stille, habe ich noch einmal ganz kurz. Es gibt in Texas, glaube ich, wurde ein Raum gebaut von irgendwelchen Wissenschaftlern, ich glaube von der Uni. Die haben einen Raum so tonal entworfen. Und die haben übrigens auch das Design mitgemacht von der Elbphilharmonie, weil die ist ja so designt, dass egal von wo du spielst, der Sound immer überall von den Wänden perfekt wiedergegeben wird. Die ganz kurze Einwurf, die Elbphilharmonie wird aber augmentiert, also unterstützt von verschiedenen Boxen im Raum. Die funktioniert nicht komplett ohne Technik, aber ja. Genau, und die haben halt auch mit so einen Raum entwickelt, der so den Sound, alles Töne schlucken soll, dass du wirklich das maximal, ich glaube 45 Minuten, das darin ausgehalten wurde. Weil alle, die da drinnen waren, wollten irgendwann wirklich panisch wieder raus, weil die angefangen haben, massiv ihren eigenen Herzschlag und ihr eigenes Blut ohne Scheiß. Das, das wird im Kleinen bei dem Film hier, das Experiment mit Moritz Bleibtreu, diese Blackbox, in dem sie den Typen da stecken, der wird ja auch wahnsinnig da drin. Also das kann einen echt, also Stille kann einen richtig wahnsinnig machen. Ja. Das ist beim Masturbieren aber so hinderlich, ne? Stille? Was machst du? Machst du einen Verkehrssound an, wenn du den runterholst? Ja, so wie ich es brauche. Oh, ja. Ich mach mir meistens so.
Ich mache mir meistens irgendwie so Schafgewirr oder sowas an. Irgendwas. Richard hat so einen komischen Baufetisch, aber darüber später mehr. Nee, das kommt nach der Show, bitte. Nach der Show, ja. Das wird hier aufgezeichnet, ja, das erzähle ich erst nach der Show. Worauf stehst du so? Ja, Strümpfe, Schuhe, Füße und du so, ja, Stoppschilder. die Sounds, die Stoppschilder machen. Und da kommen wir gleich. Ja, ganz genau. Was? Ja, Richard ist als Kind sehr häufig dagegen gelaufen. Einfach weiter. Wir reden einfach weiter. Ja, ja. Wo waren wir denn? Wollen wir das mal einem Beispiel zeigen? Oh, geil. Sehr gerne. Ja, wir haben ein Beispiel. Ich sehe tatsächlich, dass der Beamer auch schon angegangen wurde. Ja, wir haben ja hier nicht Kosten und Mühen gescheut für euch. Haben wir nicht. Ja. Nee. So, jetzt schauen wir mal. Wir machen ein großes Wenn's geht. Also, wir haben da Folgendes mal vorbereitet. Einen Film. Genau, einmal das Licht bitte dimmen. Und wir lassen ihn erstmal für sich sprechen und dann erzähle ich, warum wir das getan haben. Sollen wir uns auf irgendwas Spezielles jetzt konzentrieren oder achten? Nö, guck das dann einfach mal an. Und dann schauen wir mal. Genau. Yeah! Wir warten wieder auf Fred. Hauptsache alle warten auf Fred. Ja, nur weil er denkt, er hat das hier erfunden. Mit seinem Man-Bun. Immer das Gleiche mit dem. Ja, Fred hat so eine schöne Stimme und moderiert so gut und unterbricht so gut. So eine Klingonenstirn und so eine schöne Nase und so ein Dödel. Ja, so ein Riesendödel. Sieht nach Regen aus. Ja? Hey Fred, Richard und ich sind spät dran. Lass mal lieber bei Xiaomi im Garten aufnehmen, ist doch viel entspannter. Oh, deine Mama. Okay, von mir aus. Bis gleich. Idioten. Alter, ich hab so die Schnauze voll von dem, ne? Ja, aber ihn zu beseitigen reicht nicht. Wir müssen seinen Ruf vernichten. Ja, genau. Ihn zu witziger machen. Und los geht's. Mach hin! Ja, so schnell geht das nicht, Alter. Dann müssen wir uns halt beeilen. Ich arbeite dran, Alter. Ich mach ja. Mach's hiermit fertig. Oh, das ist gut. Und abtupfen nicht vergessen. Okay, danke. Okay, sitzt. Das wird heftig. Es endet heute Nacht. Was macht ihr da, ihr Hoden? Deine Terrorherrschaft ist vorbei! Wahnsinn! Ich würde mal sagen, Michael Bay-esque. Da kann man doch endlich mal sehen, wir haben wirklich Film studiert. Ja. Hier ist der Beweis. Ja. Erzähl dir, wie wir unsere Sonntagnachmittag verbringen. Jedenfalls hier bei dem Film, wir haben jetzt gesehen, ne, Idioten machen Blödsinn. Wir haben spannende Musik gehört, wir haben Soundeffekte gehört, wir haben den Wahnsinn am Ende gespürt. Und unsere Stimmen... Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, die waren nachsynchronisiert. Ja. Also in dem Film ist tatsächlich so, da ist kein Originalton mehr drin gewesen, das ist alles nachbearbeitet. Also alles entweder teilweise Geräusche selber aufgenommen, aus dem Netz runtergeladen, Musik, bla bla. Nachsynchronisiert das Ganze in ziemlich professioneller Art. Lass mal nochmal was machen, ja komm, bla bla bla. Also wir haben das sehr professionell alles gemacht. Und aber wir haben uns schon große Mühe dafür damit gegeben mit dem Film. Ja, aber diese Nachsynchronisierung. Genau. Kompliment. Ja. Nein, aber wir haben uns schon große Mühe gegeben, aber das war jetzt eher so ein Nachmittag, ne? Ja. Aber wir haben auch halt wirklich... Der Film läuft gerade parallel, wie der Film in Stumm funktionieren würde. Ja. Genau. Also man sieht halt auch einfach, wir haben jetzt uns auch... Die Sounds und alles sind natürlich wirklich darauf ausgelegt, weil wer es jetzt mitbekommen hat, der Grundtenor dieser Geschichte ist, Fred ist ein Sack und wir sind cool. Genau, darum geht's. Das ist halt auch mit der Musik halt auch klar geworden. So, ja. Es kommt rockige Mucke, es ist sehr, sehr hart. Wir sind eh schon Sympathieträger, weil wir Bier haben.
Auf jeden Fall. Ja. Und Tobi, du hast jetzt noch eine zweite Version des gleichen Films vorbereitet. Genau, wir sehen den gleichen Film jetzt nochmal und da ist der Ton wirklich komplett unbearbeitet. Das ist Kameraton, wie wir den mitgenommen haben, ohne Musik, ohne alles. Der einzige Effekt, der drauf liegt, ist dieser Telefoneffekt, weil sonst wirklich albern war. Also das klingt, als würde ich dich anrufen. Alles andere ist tatsächlich jetzt unbearbeitet und bin mal da gespannt. Sehen wir halt mal diesen Unterschied, wie das dann halt wirkt. Ja. Nochmal Licht aus, bitte. Matz ab. Ja. Ey, Leute, das ist echt nicht leicht, Ton, Licht und Beamer gleichzeitig zu machen. Nochmal ein Applaus für Till an der Technik, ja. Alter. Geiler Typ. Das ist die Hölle. Der Till wusste halt... Der Till Typ wusste, macht drei Jobs gleichzeitig. Till wusste halt auch, bis wir hier aufgebaut haben, nicht, was wir hier vorhaben. Ja. Der Mann macht drei Jobs gleichzeitig hier. So, ab. Toll, alle warten wieder auf Fred. Hauptsache, wir warten auf Fred. Ja, nur weil er denkt, er hat das hier erfunden mit seinem Man-Bun. Immer das Gleiche mit dem. Ja, Fred hat so eine schöne Stimme und Fred moderiert so gut und Fred unterbricht so gut. Fred hat so eine Klingonenstimme und so eine schöne Nase. Ja, Blödel. Was für ein krasses Blödel. Sieht nach Regen aus. Ja? Hey Fred, Richard und ich sind spät dran. Lass mal lieber bei Xiaomi im Garten aufnehmen, ist doch viel entspannter. Oh, deine Mama. Okay, von mir aus. Bis gleich. Idioten. Alter, ich hab so die Schnauze voll von dem, ne? Ja, aber ihn zu beseitigen reicht nicht. Wir müssen seinen Ruf vernichten. Ja. Genau! Ihn zur Witzfigur machen. Und los geht's. Mach hin! So schnell geht das nicht, Alter. Dann müssen wir uns halt beeilen. Ja, ich arbeite dran, Alter. Ich mach ja. Mach's hier mit fertig. Oh, das ist gut, das ist gut. Und Abtopf nicht vergessen. Oh, vielen Dank. Okay, sitzt. Das wird heftig. Wir senden heute Nacht. Was macht ihr da, ihr Hoden? Deine Terrorherrschaft ist vorbei! Ja, wow. Ja. Wow, wow, wow. Also Leute, Till Schweiger hätte das nicht so gut gekonnt. Wir haben euch ja jetzt absichtlich das schlechte Beispiel als zweites gezeigt. Wie scheiße war das? Also ist euch das aufgefallen? Moment. Das war genau der gleiche Film, nur ohne Tonnachbearbeitung. Ja. Und das war viel beschissener. Fick dich. Toll. Alter. Sprechen wir später drüber, Claudia. Ne? Sprechen wir nachher drüber. Du bist doch von einer Zeitarbeitsfirma, oder? mach mir auf, bitte. Genau, also was? Achtung, was? Achtung, Till, mein Mikro bitte anlassen. Oh. Ah. Sound, bitch. Ja, Mann. ASMR, Leute. Achso, ja genau. Abschließend, was man dazu sagen kann, ist, all das, was wir gerade erzählt haben am lebenden Beispiel, Filme funktionieren, selbst wenn es so bescheuerte wie dieser sind, hauptsächlich oder eigentlich nur dann, wenn der Film, Ton passend dazu gebaut wird. Also gerade Musik macht halt unfassbar viel aus. Im ersten Teil, ich übertreibe jetzt ein bisschen, um meine Arbeit auch ein bisschen geiler zu finden, ist das halt super spannend und episch, was da am Küchentisch passiert. In der Realität waren es einfach nur Richard und ich, die da Wasser aus Bierflaschen gesoffen haben. Wodka. Der Wodka aus Bierflaschen. Bierflaschen. So was saufen wir immer mittwochs. Ja. Sonntags was. Und ja. Ja, heftig. Ich kann jetzt noch mehr dazu erzählen, aber Fred guckt die ganze Zeit so ja, das ist halt, auf die Uhr. Also, weißt du, es gibt einen Grund, warum die Leute uns immer verwechseln, wenn wir selber unsere Namen durcheinander bringen. Also wir machen also diese kleine Folge, die wir hier aufnehmen, ist ja im Prinzip ein dreiviertelstündiger Vortrag, der den Leuten ins Gehirn reinhämmert, wie fucking wichtig und fundamental Ton ist. Guck mal, wir sind ein verdammter Podcast. Vor 2 Jahren haben wir 20 Abrufe gehabt auf unserer Webseite. Und jetzt haben wir hier eine Live-Show
mit 200 gierigen Leuten im Saal. Und ganze 40, ganzen 40 abrufen nur auf der Homepage. Ja. Und wir haben, also das können wir halt tatsächlich hier mal sagen, wir haben mittlerweile fast 200.000 Abrufe jeden Monat. Fast 200.000 Mal klickt irgendeine Fresse. Wöchentlich 30.000 Fans, ein weniger. Ja. Nein, die Leute kommen doch hierher, um von uns den Mund verboten zu bekommen. Ich weiß ja, dass du Mucho kommen hierher, um sich beleidigen zu lassen. Ich wollte gerade sagen, Richard, ich mache das seit 2 Jahren, verbietest du uns den sagen, Mund. Ihr Bimmelgesichter. Ja. Und das ist halt, wir als Podcast, wir sind ja rein akustisches Medium. Irgendwelche Leute, die Bilder hochladen im Netz auf einer Webseite, die werden mit Sicherheit auch viel Erfolg haben. Aber was machen die bei der Live-Show auf der Bühne? Ja, Pornos. Porno, ja. Die Idee ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist erstaunlich realistisch. Es gibt in Hamburg keinen Live-Sex-Club mehr. Das Safari musste zumachen. Irgendeiner meldet das mal bitte wieder an. Das machen wir nächstes Jahr. Ja, genau. Kack und Sach fickt live. Ja. Stopp! Kack und Sach fuckt on stage. Geil, die eine Hälfte schreit Puh, ne? Genau. Kack und Sach fuckt on stage. Das fuckt geil. Ich sehe. Genau. Richard verspricht. Meine Fresse, wir sind ein wandelndes Klischee. Wir haben aber nicht die Bingo-Karten ausgeteilt, oder? Ich sehe es schon so bei der jährlichen Versammlung der Sextheaterbesitzer. Und weswegen hast du mit deinem Sextheater angefangen? Ja, die Kack- und Sachgeschichten haben es mir befohlen. Ja. Das jährliche Treffen der Sex. Ja, ja genau, auf der großen Live-Fit-Messe. Genau. Und in Berlin. Ey, jetzt reicht's. Live-Fit-Messe? Ja, hast du doch gerade gesagt. Ja. Also, ich habe es nur in ein Wort gepackt, was du gerade erzählt hast. Ich muss auch sagen, ich Leute, haltet einfach die Fresse, ey. Lass uns weitermachen, ey. Ich geh mal kuscheln zum Gray da hinten gleich. Live-Fick-Messe ist so super. Naja, gut. Patreon-Ziel irgendwann. Ja. Patreon-Ziel $10.000. Live-Fick-Messen mit den Kack- und Sack-Geschichten. Von uns ausgerichtet. Ausgerichtet, nicht gemacht. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, können wir wieder zum Thema zurückkommen? Danke. Live-Fick-Messen? Auf damit, Mann. Sound kann nicht nur aufputschen. Sound kann nicht nur aus... Sound kann nicht nur aufputschen, Sound kann auch aus zwei Idioten, nicht nur aus zwei Idioten, die am Küchentisch Wasser aus Bierflaschen saufen, Helden machen, sondern Sound kann dich auch entspannen. Ich höre mir ganz oft abends zum Einschlafen mit Nina zusammen, wenn wir im Bett liegen, hören wir uns so, da gibt es echt Spotify-Playlisten. Danke, seltsame Fremde aus dem Publikum, die wir noch nie vorher gesehen also, haben. Neben den Big Three, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen und den 3 Fragezeichen. Übrigens mal ganz kurz, diese wunderschönen Kacki und der Pimmel, der da gezeichnet wurde, das ist von Nina. Ja. Das ist von Nina, vielen Dank. Niemand malt Schwänze so wie Nina. Niemand malt Schwänze, Zitat für Facebook, niemand malt Schwänze so wie Nina. Ich bin mir sicher, dass viele hier im Saal das Gleiche tun wie ich oder wie wir abends zum Einschlafen. Wir machen... Schwänze mal. Schwänze mal. Claudio, es ist ein Platz frei geworden. Es ist ein Platz für dich frei geworden. Hey Fred, nein. Aber das mit dem Becken geht nicht mehr. Wir haben deinen Ersatz jetzt. Nein. Wir hören uns so Playlisten an, wo einfach nur Regengeplätscher läuft. Oder ja, so verdammt... Wie bitte? Straßengeräusche. Genau. Ja. Wäschetrockner. Oh, Wäschetrockner, verdammte Scheiße. Ja, Mann. Föhn, ja. Ich gehe mega auf Föhn. Wäschetrockner und Waschmaschine. Und Ventilator. Was? Kackschwänze? Wäschetrockner, Regengeplätscher, selbst wenn es donnert, ja. Vögel. Ich steh total drauf, wenn Leute sich tatsächlich mit Lotions die Hände eincremen. Frag mich nicht warum, ich finde das cool. Weißt du, mal gleich gib ihm richtig. Eigentlich mehr Platz, und, Mensch. Das ist ja echt mittlerweile ein absoluter Trend. Das ist ja echt so ein kleiner Internet-Trend und das hat auch eine Bezeichnung. Wie heißt das Ding? Das Ganze nennt sich ASMR. ASMR, schon mal gehört? ASMR, genau. Die Autonomous Sensory Meridian Response. Da gibt es doch gar keine richtige deutsche Übersetzung zu, weil das ganze Ding ist so 2010 ungefähr, ist das etabliert worden im angloamerikanischen Raum.
Und ist, seit 2012 wird das über YouTube ganz, ganz stark verbreitet. Also da kommt das wirklich her. Und was ich während meiner Recherche herausgefunden habe, und das war mega geil, wer im Prinzip die Leute, die das jetzt groß gemacht haben, inspiriert hat, nämlich unser allseits geliebter Jedermann, ich rede sanft in die Kamera und andere pennen dabei ein, Bob Ross. Ja, von echt? Bob Ross, wirklich so. Von den richtigen Koryphäen, die das mittlerweile online halt auch wirklich pushen und ihre ganzen Channels damit bestreiten, die sagen alle, Bob Ross hat mich inspiriert dazu. Und weißt du, wenn sich das nochmal zurückruft, wenn er dann halt wirklich da sitzt mit seinem geilen Painter-Apro und dann wirklich da sitzt, oh yeah, just the mountains here and a bit of trees and just a happy little accident. Accident? Ja, sagt er immer, wenn er sich vermalt hat, sagt er immer, also, we don't make mistakes with just happy little accident. Ja, der malt nicht versehentlich ein Hakenkreuz ins Bild. Nein, das meine ich nicht, sondern einfach so ein Autobahnunfall mit 40 Toten. So. just a happy little accident. Guck, wie sie sich alle freuen, einer blutet, klasse. Genau. Das Ganze wird auch noch ganz allgemein, jetzt wirklich im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch richtig dumm eigentlich, nur Kopfkribbeln, Kopforgasmus oder Gehirnmassage genannt. Und was ich persönlich sehr schön finde, einer von den Rocket Beans hat es selber am besten eigentlich für mich persönlich auch umschrieben, der nannte das Ganze, das ist wie akustisches Kiffen. Und akustisches Kiffen trifft es tatsächlich relativ gut, weil diese ganze, wenn man dafür empfänglich ist, dazu sei gesagt, dass für ASMR ist nicht jeder empfänglich, weil es gibt ganz viele Leute, also bisher gibt es leider keine wirklich empirische Studie. Es gibt von der Universität Leicester, die wir auch in einer der Folgen nochmal hatten. Leicester. Gibt es tatsächlich nur eine Umfrage mit ein bisschen was über 100 Leuten, wobei einfach nur festgestellt wurde, um die 60% sind dafür empfänglich, der Rest empfindet Ekel oder gar nichts. Das heißt, wenn ich halt wirklich... Ekel? Ja, Alter, weil es ist, weil ich höre doch nicht an einer Nahaufnahme, also einer tonalen Nahaufnahme an, wie sich jemand die Hände einschmiert. Ja, ich stehe halt so drauf. Ich finde das irgendwie cool, frag mich nicht warum. Das ist halt... Pass auf, wo das Ganze nämlich auch herkommt, weil dadurch wird das Ganze noch weirder. Weil ASMR triggert bei euch, deswegen nennen die Sounds, die ASMR auslösen bei euch, nennen sich halt auch einfach Trigger. Und die sind darauf zurückzuführen, dass es die Geräusche wohl sind, die ihr im Mutterleib gehört habt. Jetzt weiß ich, was meine Mutter gemacht hat. Ich wollte gerade sagen. Ganz genau, ich sage das Ganze so weirder. Ja, keine Ahnung. Aber witzigerweise, meine Mutter cremt sich tatsächlich relativ häufig die Hände ein. Ja genau, das ist mit Sicherheit das, was du im Bauch gehört hast. Ja. Hast du meine Mutter beleidigt? Ja. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es ja auch ein Kompliment. Ich weiß ja nicht, was sie getrieben hat. Ja, ich auch nicht. Ich hab auch nicht erzählt, dass die da Gott weiß was, aber du es gibt alles Grund, warum meine Fontanelle eingedrückt war. Also, das ist so falsch. Das ist auf so vielen Ebenen so falsch. Wie war das bei Scrubs, ne? Ja. Wenn ein Eindringling kommt, du weißt, was das Baby mit dir macht. Erinnert ihr euch, liebe Kakofanten, liebe Schokolavas, erinnert ihr euch daran, wir haben in der letzten Halloween-Folge auch über das Thema gesprochen, mit diesen Sounds im Mutterleib. Erinnert ihr euch noch alle? Genau, EVPs im Mutterleib. Scheiße, nochmal, erinnert ihr euch noch an die EVPs? Wer erinnert sich noch an die EVPs? Wer kann? Ich kann deswegen immer noch oft nicht schlafen. Jawohl, das wollte ich. Wir kriegen jetzt immer noch Hassmails. Ich muss immer aufstehen, ne? Ey, wir kriegen immer noch Hassmails wegen diesen EVPs, wegen diesen Electric Voice Phenomenons, die nachts im Keller aufgenommen werden, wo man... Wir kriegen tatsächlich so hier krank, unser Musiker Delio, der hat mir original, nachdem die Folge on air ging, schrieb er mir irgendwann um 22 Uhr und meinte so, du blöder Wichser, ich will gerade schlafen und höre irgendwie die EVPs, was bist du nur für ein Arschloch? Du hast geschrieben, das habe ich erstmal auf mich nur bezogen. Die waren auch übel. Du hast mir auch noch über meine private Nummer geschrieben dann bei WhatsApp. Natürlich beziehe ich das auf mich. Ja, und jetzt guck mal, die Leute haben diese EVPs gehört und haben sich reihenweise in die Hose geschissen und konnten nicht schlafen nach diesen Podcast-Folgen. Den gleichen Effekt von einem Bild, schwierig. Ja. Sehr schwierig, ein Bild zu machen oder zu entwerfen, das noch, diesen Effekt hat. Man muss das übrigens unterscheiden. ASMR ist nicht, was ihr empfindet, wenn ihr total geilen Score oder sowas hört bei einem Musikfilm jetzt zum Beispiel. Ich sag mal so, Musik! Entschuldige. Das heißt Musik! Ja, Bohemian Rhapsody kommt ja jetzt bald ins Kino. Also wenn ich den sehe, ich weiß hundertprozentig, wenn der Song losgeht, werde ich Gänsehaut bekommen. Das ist aber nicht ASMR. ASMR ist wirklich, weil Gänsehaut und ASMR ist was anderes, weil es wird tatsächlich im Körper woanders getriggert. ASMR fängt nämlich normalerweise hier oben auf dem Kopf an, geht dann über den Nacken, geht dann über den Rücken ungefähr
Und bei denen, die richtig krass drauf sind, geht das sogar bis in die Schultern und bis in die Fingerspitzen. Und muss aber richtig hardcore für sein. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und hilft Leuten dabei, Panikattacken und Schlafstörungen zu überwinden. Also das ist ein sehr, sehr unerforschtes, aber sehr interessantes Gebiet. Und ich habe mal was mitgebracht, weil es gibt bei allem, ich habe mich wirklich in den schlimmsten Foren rumgetrieben und das war bei so 80% der Foren, wo das empfohlen wurde, hieß es, es gibt nur eine Möglichkeit, dass halt wirklich, wer dafür nicht empfänglich ist, das physikalisch hervorzurufen. Und das probieren wir doch einfach mal kurz. Das habe ich doch gar nicht gesehen, das hast du aber auf die Bühne geschmuggelt jetzt. Das habe ich auf die Bühne geschmuggelt, ja. Also wirklich, um das Ganze physikalisch einmal hervorzurufen, weil ich glaube nicht, Tobi ist so ein unemotionaler Klotz. Wir gehen mal jetzt davon aus, der kann das Ganze eigentlich nicht empfinden, ist dafür nicht empfänglich, aber wenn ich jetzt anfange, ganz leicht, bei dir das zu machen, dann findest du das mal. Oh, gib mir Tiernamen, du Sau. Oh. Vorhang. Dann kann man jetzt davon ausgehen, weil man und kann natürlich keine Sonde jetzt an Tobis Hirn hängen, allerdings würde ich es manchmal ganz gerne machen. Und das ist jetzt das physische Äquivalent das zu... Das ist jetzt ein physisches Äquivalent, das allerdings nur, da ich das gerade nur lokal anwende, auf seiner Birne, hat er das natürlich nur auf dem Kopf. Ich weiß nicht, ja. Geht's bei dir bis in die Schultern? Nee, ne? Nee, ist nur auf dem Kopf. Also bis hier ungefähr, hinten im Nacken. Und, aber... Ja, Leute, Genau. Also aber das ist tatsächlich, das ist so das einzige physikalische Äquivalent bisher, ein fucking Kopfkratzer, mit dem man ASMR künstlich hervorbringt. Ja. Hör auf, ich will den verschenken. Also, ich will ihn aber der noch war original an Tobias Kopf. Wer ein bisschen DNS haben möchte. Ja. So. Ja. Ja. Also da gibt es tatsächlich nicht mehr zu ASMR noch. Ihr müsst bei YouTube, wenn ihr das nicht kennt, ASMR eingeben. ASMR. Da gibt es haufenweise so junge Frauen, YouTuber und so weiter, die mit so ultra heftigen, tausende Euro teuren Stereokopie-Mikrofonen, die auch aussehen wie kosten so menschliche 700 Ohren. Euro in der Anschaffung. Mikros, die aussehen wie zwei fucking Ohren. Ja. Wo die dann so Butterbrotpapier da auspacken und sich die Hände einölen. Oder so, ja, genau, halt dieses so ganz. Zum Beispiel auch, ja, mittlerweile. Stimmt. Alexi Bexi hat sich aus. Aber ASMR wäre sowas noch gar nicht. Das ist halt wirklich sowas dann. Ey, ohne Scheiß, du kannst mir erzählen, was du willst. Mm. Ja. Diese Videos, wenn man sich die anguckt. Ja, ohne Witz. Ja, das ohne ist Scheiß. Echt, das ist wie so ein widerlicher Fetisch. Ja. Ich zieh mir jetzt aber wie gesagt, Video in dein Butterbrot, preist du. Aber ohne Scheiß, Tobi. Aber so läuft's. Tobi, aber so faszinierend, wie es klingt. Ja. Sex hilft bei mir auch bei Schlafstörungen und Panikattacken. Touché. Okay. Was wolltest du sagen? ASMR-Porn, das ist wie Pornos auf Blu-ray gucken, wie hat unser Dozent immer gesagt, 3 Tage alte Rouladen, ne? So, ja, nee, ja, nicht Rouladen geil. Vom Vortag, ja. Naja, also die Pornofilme funktionieren ja auch über die Soundebene. Ja, da gibt's ja dann, da hatte ich noch was recherchiert, Foley-Art. Da hast du was recherchiert, achso, Foley-Art. Ja, zu Pornos, ja natürlich. Nee, aber das macht ja die Sounds, die man so unter anderem auch beim Porno hat. Wir haben ja uns selber auch so übersynchronisiert oder haben so, Tobi hat diesen mega geilen Trinksound eingebaut, der halt wirklich klingt, als würden wir uns den Kehlkopf einfach nur ausklinken, es würde einfach nur so durchlaufen. Ich hab dabei übrigens mein Handy an meine Kehle gehalten und dabei aus so einer Karaffe gesoffen. Ja, super geil. Das aber klingt sowas, echt sexy. Sowas macht normalerweise sexy. Ein sogenannter Foley-Artist, das ist eigentlich nur ein Geräuschermacher, und wo Foley herkommt, 1927, du hast es vorhin gesagt, kam der erste Tonfilm auf den Markt und Jack Foley hat gesagt, als er dazu gefragt wurde, weil er hat zum ersten Tonfilm die Sounds noch nachträglich gemacht, meinte, alle, die nach mir kommen, sind meine Artists. Oh. Richtig arrogant, ne? Aber tatsächlich, seit heute, die Berufsbezeichnung nennt sich Foley Artist. Ja. Und fast gefühlt 80% der Leute, die Foley Artist machen, gehen den Umweg über ein Porno. Ja. Weil die stellen sich dann wirklich hin und haben gerade dieses Klatschgeräusch, dieses, ne, richtig ordentlich. Das wird mit Hühnerschenkeln erzeugt. Das wird mit zwei nackten Hühnerschenkeln erzeugt, die einander geschlagen werden. Die zweite Reihe willst du genau wissen. Pass auf. Und ich habe mir eigentlich überlegt, ob ich die zur Demonstration hier mit hernehme, aber dann wäre das ganze Bühnenprogramm nur, dass wir drei versuchen, Bumsgeräusche zu machen. Also, nee, aber das wäre voll der geile Abend gewesen. Vor allem das Geile ist, ich hab vor der Show einen Freund von mir aus Kanada, Gordon, der war früher Tonmann, ist mittlerweile Foley-Artist. Und der hat tatsächlich auch, der hat den Umweg über ein Porno gemacht und er hat mir ein Bild geschickt von seinem Studio. Foley Artists, die sitzen nicht in einem tollen, schönen Studio, ne?
wo dann irgendwie das eingespielt wird, was sie machen und am besten noch wie die halt die Pornodarsteller so, oh ja, spritz mal ins Mul. So, nee, kennt ihr das Video von dem Schweizer Porno synchronisiert? Ja. Ah, schleck mir! Das ist lässig. Zuggestänge. Schleck mir! Das kann Delio nachher euch besser machen, der ist Schweizer. Jedenfalls hat er mir dieses Studio auch gezeigt und wirklich so bei allen Dokus, die du auch irgendwie siehst, Foley Artists, das sind im Prinzip die mühligsten Handwerker, die du dir vorstellen kannst. Die sitzen in ihrem kleinen Studio, meistens. Messi-Bude. Ja, irgendwie wie eine Messi-Bude. Die haben auch alles mögliche. Er hat mir gezeigt, wie er zum Beispiel das Geräusch macht, wenn Tauben losfliegen. Da hat er einen ollen Lederlappen. Also ein Batman auf Schwedisch, ein Lederlappen. Lederlappen. Und dann wedelt er mit dem, nimmt diesen Sound auf, dieses. Ne, das nimmt er auf. Das ist eine die große Taube, die macht doch Piep. Ja, ich wollte gerade sagen. Was? Ja, ja, dein 5-Zentner-Spatz. Das ist mein absoluter Lieblingswitz. Was macht ein 15-Zentner-Spatz auf dem Baum? Piep. Piep. Ja. Ja, der ist okay, so Leute. Nee, aber jedenfalls, er wedelt diesen Lederlappen dann rum und dann geht er tatsächlich hinter, holt sich so eine komische Rute und macht mit der dieses. Einfach, ich kann das nicht so gut nachmachen. Ziel nicht mit dem Ding auf mich, Richard. Ziel mit allem auf dich. Kannst glücklich sein, dass ich eine Hose anhab. Na egal. Nee, aber jedenfalls, diese beiden Sounds packt er dann zusammen und du hast original halt wirklich eine fucking Taube, die wegfliegt. Das ist super geil. Oder was er auch gemacht hat, das hat er mir gezeigt. Eine fucking Taube. Wie er Knirschgeräusche bei Pflasterstein und Hackenschuhen macht. Da hat er einen Schuh, da sind 3-4 Reißzwecken drunter, uneben. Und dann steht er halt wirklich da, wenn dann der Film läuft, ich komm mal kurz vor, steht er halt wirklich da, dann so, und macht er wirklich dieses. Und du hörst es halt immer mal zwischendurch knirschen und das passt aber original auf die Szene, die dann gerade da ist. Du siehst so mega scheiße aus. Applaus für Richard. Das sieht mega, ja, mega lächerlich aus. Okay, aber wie gesagt, Foley-Artisten, seit eh und je sind die Geräuschemacher, die wir kommen tatsächlich langsam zum Ende der ersten Halbzeit, dem ersten Teils der Show. Wir haben da noch mehr, ganz ja, es wartet ja noch mehr auf euch, Leute. Gerade sagen. Und, ich wollte gerade sagen, wer hat denn kein Bier mehr? Also, was ich. Also, gegen ich Ende. Gegen Ende der Folge. Also gleich einen Stadionkumpel holen. Gegen Ende der Folge kommen ja normalerweise noch so ein paar Real Science Facts. Das ist auch super dumm, dass wir das immer am Ende der Folge machen, wenn alle besoffen sind. Ne? Das ist super, super dumm, dass wir das immer so machen. Herr der Ringe-Folge? Gibt's die? Ja, genau, was? Bei Herr der Ringe war das nicht so. Obwohl, doch, stimmt, da haben wir das sogar noch abgebrochen und am nächsten Morgen noch so ein bisschen Real Science machen. So, ja, wir sind die Kacke und Sachgeschichte. Ja. Ja. Da haben wir anstatt dann unser Bier, saßen wir wirklich da und Sina hat uns einen Kaffee nach. Ich habe bei der Aufnahme bestimmt 6 Kaffee oder so getrunken. Einfach Sina hat aber auch am Abend vorher einen Wodka-Brunnen dahingestellt. Ja. Das ist kein Scheiß. Ja. Oder, warte mal. Ja. Warte mal. Das war ja mit so einer Laserleuchte. Das war ja noch nicht mal das Geilste. Das Geilste war, Sina hat sich ja megamäßig damals Mühe gegeben mit diesem Gruselordner, den sie gemacht hat und mit diesem Herr der Ringe Fan-Stalker-Ordner. Und sie und Marco, ja, den könnt ihr draußen gleich mal angucken, den haben die mitgebracht, der ist echt hippie. Geil. Und die haben so noch so geile Jello-Shots gemacht, die irgendwie so Goggly-Eyes drin hatten, die wir uns dann hintergekippt haben. Und die waren der Tod. Ja, ich gekillt. Die haben wirklich, die im ersten Moment, ja, okay, gut, schmeckt ein bisschen nach Alkohol. Und aber 2 Stunden später haben wir uns alle aus den Socken gehauen. Also ich war übrigens noch viel besoffener, als ich klang. Ja. Das war, ich kann mich an die dritte Folge gar nicht mehr erinnern. Ja, wisst ihr, was das Schönste war? Ich durfte neben Tobi in einem Bett schlafen. Das stimmt überhaupt nicht. Natürlich. Ich lag dir gegenüber. Ja, aber man hat trotzdem. Verdammte gerochen. Scheiße, wir haben miteinander geschlafen. Und ich musste. Meine Damen und Herren, willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Ich musste unsere Mikros fast noch im Mastdarm durch die Security-Kontrolle beim Flughafen schleusen, weil die echt mit so einem komischen Nachtupfer von unseren Mikrofonen so Tests genommen haben und durch so einen Star Trek-mäßigen Automaten haben laufen lassen, um unsere Mikrofone auf Sprengstoff zu kontrollieren. Ja. Und okay, Fred hat sich nicht getraut, mit uns ist Ranga Yogeshwar mit uns geflogen und Fred hat sich nicht getraut, ihn anzusprechen. Ja, ja, genau. Also wir zwei waren mutig genug, deswegen haben wir Fred vorgeschoben, der sich dann nicht getraut hat. Nee. Wir saßen einfach, pass auf, nee, das war ja so, guck mal, da ist Ranga Yogeshwar. Ah ja. Und Fred gleich, echt? Und ich hab mich die ganze Zeit so vor dir so, hol dir doch ein Autogramm. Nee. Ja, weißt du, das ist aber auch so, das ist aber auch so bezeichnend für Fred. Weißt du, normale Kids haben so Helden wie Schwarzenegger, Axl Rose, irgendwelche geilen Typen. Und Fred, Ranga Yogeshwar, Alter, der Held meiner Kindheit. Der Physikinder, ja. Der Physikinder? I'm a curry-based scientist.
Okay. Okay, an der Stelle jetzt reicht's. Ruhe. Du Schluss. Ja, ihr verdammten Schweine, Mann. Ich versuch seit einer Viertelstunde lang das Ende der ersten Halbzeit einzuläuten. Ja, nee, wohl nicht. Was ich so wahnsinnig spannend finde an dieser ganzen Sound versus Picture Nummer, ist die Begründung. Man weiß es natürlich nicht hundertprozentig. Das ist ein verdammt kompliziertes Thema, das man auch nicht so einfach mit so einem Petrischalentest beweisen oder widerlegen kann. Aber einer der Gründe, wieso uns das Emotionale so viel krasser triggert als das Optische, ist vermutlich... Moment, du meinst das Tonale, nicht das Emotionale. Das Emotionale triggert uns, das ist bei ihm, wenn du nicht heulst, wenn ein Hund überfahren wird, dann stimmt mit jemand nicht. Nochmal zurückspulen, rissen, der Frau nicht gerade. Einer der Gründe, wieso das Tonale dich emotional so viel mehr triggert als das Bild, ist, dass dein Gehör rein evolutionär deine Alarmanlage ist. Junge Eltern auch, wenn die Kinder schreien. Ja, ne? Dein Gehör geht ja wirklich 360 Grad um dich herum. Also beim Bild ist es so, wenn du eine heftige Gestalt irgendwo im Dunkeln siehst, natürlich erschrickst du dich, aber du kannst immer nur einen kleinen Ausschnitt deiner Umgebung sehen. Aber wenn die jetzt wild anfängt loszufurzen, dann kriegst du Angst. Beim Ton ist es so, du hast im Prinzip immer so ein 360-Grad-Bild. Und wenn irgendwer schreit hinter dir, kriegst du das sofort mit und du schrickst zusammen, Alter. Wenn du solche Horrorfilme, diese Jumpscares, die wir kennen, wo irgendwas plötzlich ins Bild kommt, stell dir das mal vor ohne Ton. Ja, dann langweilig. Geht dir voll am Arsch vorbei, Alter. Aber deswegen ist halt zum Beispiel sowas wie The Grudge so geil, wo wenn dieser Geist dann runterkommt, dieses... Aber so ein heftiger... Doch, das war geil, das stimmt. Aber so ein heftiger... Das ist ein hammergeiler Sound, das hat der Regisseur irgendwie selber gemacht. Aber so ein heftiger, plötzlicher, unangenehmer Sound vor dir, hinter dir, nicht neben cool. dir, der reißt dich echt aus deinen Gedanken, aus deiner Welt, ja? Es ist auch so, dass Film, also so passend dazu, Film ist das einzige... lass mich das andersrum formulieren. Realität... Also die Realität an sich kennt keinen Nicht-Ton. Das heißt, wir sind in unserer, wir haben vorhin über diese Blackbox gesprochen, in unserem Leben immer, also wirklich immer umgeben von Ton. Ja. Das kannst du, wenn du es verhinderst, wirst du wahnsinnig. Ja. Ansonsten hörst du immer irgendwas. Und beim Film, wenn du im Kino sitzt und du keine Arschlöcher im Kino sitzen hast, ist es halt möglich, dass es wirklich fast absolut still ist. Und wenn dann halt eben, das kennen wir alle von Horrorfilmen, es ist immer ganz leise. Jemand läuft in die Ecke, alle wissen schon Scheiße. Und dann kommt von jetzt auf gleich irgend so ein hässlicher Geist ins Gesicht gesprungen und dabei so ein Ton. Danke, Till. Und weißt du, und morgen. Und dann erschrickst du dich halt, ne? Und gerade dieser Kontrast, weil das in der Realität nicht stattfinden kann, weil es immer Ton um uns herum gibt, kann der Film halt eben benutzen, um diesen Schreckmoment, also diese Alarmanlage im Kopf noch viel krasser zu triggern, als das in der Realität wäre. Ne? Ja. Und also Es sei denn, der Messerstecher Deluxe kommt irgendwie wirklich aus der Ecke und macht vorher so, also Ton, manchmal machen die das. Ja, Ton, manchmal auch nicht. Ton warnt uns tatsächlich schneller und zuverlässiger als das Auge. Und deswegen geht das halt auch direkter ins Blut, ins Gehirn rein. Und ein super interessanter, wirklich klugscheißer Fakt, den ich jetzt noch zum Schluss für uns habe. Der Grund, warum... Delio, guck mich nicht so an, Alter. Delio sitzt gerade so da und guckt mich so an. Er hängt an deinen Lippen. Ja. Also besser als Konrad, der da so sitzt. Ja. Also. Ihr macht hier nicht den Black-Mettler, ne? Keine Emotionen und nix. Das könnte... Ein Grund, wieso uns tiefe Geräusche viel... Entschuldigung. Ein Grund, wieso uns tiefe Geräusche, ihr kennt das, so tiefes Growlen. Irgend so ein Tief, ich bin Tier, ich bin Batman. Also ein Grund, wieso uns tiefe Geräusche mehr Angst machen als hohe Geräusche, hat einen physikalischen Grund. Wenn du deine Anlage zu Hause im Wohnzimmer aufbaust, gibst du dir wahnsinnig viele Mühe, wo du die Hochtontöne aufstellst. Ja, macht jeder. Die richtest dir noch so, ja, also die mach kleinen auch, Dinger, ja. Die müssen ungefähr in Ohrhöhe sein. Wo du den Subwoofer hinstellst, ist scheißegal. Den Subwoofer kannst du wirklich unter dein scheiß Bett stellen. Es ist scheißegal. Tiefe Töne kann dein Gehör, einfach weil die Wellen viel größer sind, viel, viel schlechter orten. Also heißt und das ist, so vermuten wir, einer der Gründe, wieso wir tiefe Geräusche als viel bedrohlicher empfinden, weil dein Gehirn
nicht sofort versteht, woher es kommt. Also hat Penny bei The Big Bang Theory, als Sheldon extra tief gesprochen hat, damit sie nicht gehört werden, sie ist zwar nicht wach geworden, aber hat sich instinktiv eingepisst. Auf jeden Fall. Genau so funktioniert das. Genau so. Gut, also, Leute. Das war die erste Hälfte. Ja. Holt euch noch einen Stadionkumpel. Der Kack. Bleibt nur sitzen. Bleibt nur sitzen. Bleib sitzen bleiben. Ja. Das war die erste Hälfte von Kack und Sach on Stage. Wir werden in der zweiten Hälfte weitermachen mit Jogging unserer grauen Zellen. Wir verraten noch nicht genau, was passiert, aber es wird in der zweiten Hälfte echt geil. Gut, da werden unsere, nicht nur unsere, nicht sondern nur auch unsere. Eure Gehirne arbeiten. Ja? Ja. Es ist jetzt 21.25 Uhr. Wir haben natürlich ein bisschen überzogen. Wer hätte das gedacht? Aber nur 10 Minuten. Ja? Ja. Wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder. Holt ein bisschen frische Luft, raucht eine, trinkt ein Bierchen. Wir sehen uns um 21.40 Uhr hier wieder. Vielen Dank und bis gleich! Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 999 Jahren noch berichten. Alles Gute, Kack- und Sachgeschichten. Yeah!